Sag du mal dein Cam und ich mal dich. Nein, ich mach mich dann voll zum Affen. Ich hab fast nichts mehr an. Ich will deine Katze sehen. Ja, aber dann muss ich die Kamera umdrehen und das ist scheiße. Ist doch egal, du bist einfach auf Dings und fertig. Nein. Wie du übertreibst. Wie siehst du eigentlich aus? Schick mir mal ein Foto. Ich hab doch nur deine Kamera und dann siehst du mich. Okay, warte, ruf mich mit Kamera an. Los. Drück drauf. Ey, Gundula, ich küsse dein Herz. Dankeschön, süße Maus. Sorry. Unreal, danke schön. Guck mal, wie er das ausnutzt, Digga, dass eine Frau betrunken ist. Ach, die Männerwelt. Jetzt gehst du nicht mehr ran, ne? Hallo? Was? Ey, wir haben fast dieselben Stühle, ne? Kein Spaß, hast du recht. Wir haben dieselben Stühle einfach. Haben wir wirklich? Schau. Zeig dich mal. Man denkt, ich denke die ganze Zeit, ich zeig meine Sachen. Guck mal da rein. Sag mal deine Katze jetzt. Meine Katze ist weggegangen. Ruf die mal. Anusa! Vanusia! Oder Vanusia? Vanusia. Ja. Oh, wie süß. Oh, richtig süß. Zucker, ey. Das ist ja hier britisch kurz, oder? Ja, ja, das ist britisch kurz. Britisch Kurzflüchtling. Warum Flüchtling? Nein, zeigst du mich auch mal mit dem? Ja, Ladies first. Nein, ich zeig mich wirklich, 100%, wenn du dich zeigst. Ich schwöre. Ich sag doch Ladies first. Ja, dann fang dran. Wie du übertreibst. Und siehst du mich da? Nein, zeigst du mich oder nicht? Ja oder nein? Ja, erst du dann nicht. Nein, du, sonst zeige ich mich nicht. Trau mich ich bin dann. Gentleman, ja? Ladies first. Ja, deswegen sollst du anfangen, weil du die Frau bist. Ich geb dir gleich. Gib's mir. Die Frau, hi, warning. Zeigst du oder nichts? Ja, ich sag doch Ladies first. Nein, dann lass ich das jetzt sein. Ich geh jetzt schlafen. Tschüss. Übertreib. Thunfisch. Thunfisch. Brudo. Nero. Judo. Fudo. Kudo. Bodo. Fischkutter. Am. Bolo. Boah, wir sind so eingeschränkt, ne? Boah, mein Eier. Eier, sag ich schon. Ayak. Ayak heißt auf Türkisch Bein. Fuß. Bajak, Ayak? Ne, Bajak war nix, Ayak war nix. Ich sag meine Eier, Digga. What the fuck? Er zeigt sich einfach nicht. Und der Typ ist behaarter als alles andere auf dieser Welt lang. Spaß. Wo wohnst du, Valerie? Es ist neue Rangliste im Sinne von diese beliebte, wer möchte, kann gern helfen. Aber natürlich diese Teamherz. Er schreibt, sei mal keine P. Punkt jetzt. Mann, lass mich aber schlafen, okay? Ich wollte mich zeigen, du zeigst es nicht, Scheiße. Awesome, und wenn dich jemand ist, zeigst du nicht, wer du bist. Wir rufen mal Donnern. Hallo. Hallo. Anja. Ich liebe dich. Ich
Ich muss eine Sache sagen, ne? Ich liebe dich. Hallo. Was geht ab? Ich liebe dich. Was? Ich liebe dich. Wie kommst du drauf? Wo bist du? Ich bin gerade auf einer Hochzeit von einem Freund. Ah. Okay. Ja, was geht ab? Ich bin zu Hause, und du? Ja, auf der Hochzeit. Und wann bist du zu Hause? Ja, ich weiß nicht, ist hier noch mit Aftershow danach? Wie Aftershow? Ja, Aftershow. Soll ich dir gleich Aftershow geben oder was? Wie soll ich dir Aftershow geben? Ja, soll ich dir gleich Aftershow geben? Soll ich, warte mal kurz. Boah, für eine Klatsche, wie es aussieht? Ja, aber nur von dir. Hä? Aber nur von dir. Nur von mir? Was für Aftershow? Wo willst du diesen Klatsche haben? Auf meinen Schlüssel. Auf deinen Schlüssel? Auf meinen Schlüssel. Schlüssel oder Schloss? Schlüssel. Dein Schlüssel? Was heißt dein Schlüssel? Nein, ich will nicht, dass du auf der Show gehst. Ja, wir chillen erstmal, wir gucken erstmal, wie lange das geht, deswegen. Was ist Aftershow? Was ist Aftershow? Was ist das? Seit wann gibt es nach einer Hochzeit Aftershow? Sag mir mal kurz an, bist du in den Schrank gegangen, wo ich dich angerufen habe? Weil es Nacht war und ich keinen Bock auf dich habe, weil du hast mich traurig gemacht, okay? Was laberst du? Heute jemand telefonieren, will jemand mit mir reden? Bist du blöd oder so? Warum? Bist du mein Freund? Nee, warum? Wie warum? Wenn du mit mir Kontakt hast, dann darfst du das nicht. Ja, aber du meintest doch, du suchst was Lockeres. Nein, ich habe nicht gesagt, was Lockeres. Eigentlich bin ich nicht auf der Suche, habe ich gesagt. Okay. Aber du hast mich einfach mit deiner Art und Weise ein bisschen interessant gemacht. Warum? Was macht dich denn interessant an mir? Ich weiß nicht, so wie du geschrieben hast. Das hat mir irgendwie, dann fand ich. Gib mir mal einen Kuss. Ich gebe dir einen Kuss persönlich. Nein, ich möchte jetzt eben das Telefon nehmen, damit ich besser einschlafen kann. Aber du weißt schon, ich bin keiner, der so über Telefon, weißt du, ich bin ein persönlicher Mann. Ja, ich glaube dir, dass du ein persönlicher Mann bist, aber du kannst es ja übers Telefon damit anfangen und ja. Und dann, wo endet das? Wenn ich dich anrufe und du gehst nicht ran und telefonierst mit anderen Männern? Sagt der mich um 4 Uhr, 5 Uhr nachts. Egal, alles gut, tschüss. Ja, aber ich hab dich. Warte, wie ist die Audio geworden? Ich muss eine Sache sagen, ne? Ich liebe dich. Oh, du bist witzig, an, als ob ich keine Ahnung, so richtig so ein Junkie, Melan. Ich liebe dich. Nimm mich. Kadir. Oh, jetzt hat er. Oh, Kadir, du siehst aus wie 70 Jahre alt, ne? Du bist nicht so. Ayat hier. Wer ist das? Alio. Ey, was legst du mein Gesicht auf? Hab ich doch gar nicht. Ey, warum warst du weg? Ich war nicht weg. Ich bin noch da. Ey, ich weiß nicht, machst du das gerade extra? Spielst du mit mir? Ich möchte nicht, dass du auf der Show gehst. Ja, ist okay. Aber weißt du, was ich nicht checke, sag ich dir ehrlich? Was denn? Du machst mir den Eindruck, als ob du Spielerin wärst. Ich spiele auch bei FC Bayern, Mensch. Du spielst auch, ne? Wo spiele ich denn? Was habe ich denn gemacht? Ich habe nichts gemacht. Okay. Ich möchte einfach nicht, dass du mit anderen Frauen so da. So. Aha. Mhm. Aber andersrum geht, ne? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Was? Hm? Was ist? Ich habe doch nicht mit anderen Männern geredet. Okay. Aber wie kommst du überhaupt drauf, dass ich mit anderen Männern rede? Ach so, ja, wie komme ich darauf, gell? Okay, ist gut. Ey, geh du mal rein. Die wollen ja wahrscheinlich nicht, dass du da so. Du bist schon sehr lustig, ne? Findest du? Schreib sie in ihren Story so. Jemand teilen. Wie kommst du darauf, dass ich mit einem Mann rede? Ey, willst du eigentlich verarschen oder was? Ich rede doch nicht mit Männern, Mann. Ich habe mit einem Mann Kontakt, ja, aber mehr und nicht. Lass mal kurz Video callen. Nein, ich habe keinen Bock. Siehst du, das ist genau das, die Art,
wo ich nicht mag. Wenn jemand sagt, ey, ich möchte nicht das, das. Aber hast dann sagt du man, gestern, komm, du hast mir gestern gesagt, dass du sagst, wo du hingehst. Sag mir du face to face, aber du willst nicht immer face to face reden. Weißt du, was ich meine? Okay, sorry, Daddy. Ja, Daddy ist das richtige Sprichwort. Sorry, jetzt musst du mich bestrafen, glaube ich. Ja, ich glaube, das werde ich richtig, wenn ich dich persönlich sehe. Du wohnst in der Schweiz, du wirst eh nie kommen. Ich bin eh willkommen. Du wirst eh nie nach Köln kommen. Du, ich sag dir, ich bin am Sonntag, fahre ich vorbei vielleicht. Und dann wirst du dort bestraft. Nein. Doch. Nein, ich will mich nicht Sonntag mit dir treffen. Was? Warum willst du nicht mit mir treffen? Ich möchte mich Sonntag, also ganz ehrlich, du bist die ganze Woche in Düsseldorf, Berlin und wer weiß, wo hast Kontakt mit anderen Männern und anderen Frauen und dann bin ich so ein Sonntagszwischenstopp, bevor du nach Hause gehst? Dein Ernst gerade? Ja. Nein, das ist kein Zwischenstopp, das ist ein Treffen, damit wir uns ein zweites Treffen eventuell bei mir in Basel. Nein, ich möchte das schön haben, okay? Das wird auch schön. Nächstes Nein, ich meine das richtig schön so, richtig so mit, dass wir uns so richtig planen, so vielleicht mal für ein Wochenende, dass ich zu dir komme oder dass du zu mir kommst und dass wir uns dann kennenlernen, so richtig. Und nicht dieses Sonntag ja einmal kurz Hallo, tschüss. Okay, guck mal, da gebe ich dir recht. Das finde ich, da hast du schon gut recht, weil Qualität statt Quantität. Ja. Ja. Wir können, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich weiß nur nicht, ob du eine Spielerin bist. Weil wenn du eine Spielerin bist, darauf habe ich schon gar keinen Bock. Aber wenn du eine bist, die sagt, okay, eventuell können wir doch mal was. Ich habe dir auch gesagt, dass ich, also ich weiß nicht, wie weit, also muss ich nach Schweiz fliegen oder? Ja, ne? Nein, es sind 4,5 Stunden mit dem Zug. Okay, und ist das, ich kenne mich da ja nicht aus, also wie wäre das denn? Also wie funktioniert das da? Guck mal, ich sag dir, wie es funktioniert. Du steigst vom Köln Hauptbahnhof ein, okay? Mhm. Es gibt eventuell direkt eine Bahn mit dem ICE zu mir. Oder vielleicht musst du einmal umsteigen und bist dann bei mir nach 4,5 Stunden, 4 Stunden. Okay? Okay. Du bist direkt am Bahnhof, Basel-Badischen Bahnhof. Und von dort gehst du raus. Du bist dann am Badischen Bahnhof. Das ist ein deutscher Bahnhof in der Schweiz. Okay? Du gehst raus. Sagst mir davor, wann du ankommst. Ich warte dann draußen. Ich hole dich dann ab. Und wie lange darf ich denn da bleiben? Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Hast du da ein Haus oder was? Ich habe dort eine eigene Wohnung. Okay. Aber genau. Nicht, dass du dich dann in mich verliebst. Ja, wenn es so ist, ich hoffe, dass du keine schlechte Frau bist. Ich bin eine gute Frau. Ich bin eine wirklich sehr gute Frau, muss ich jetzt echt sagen. Was bist du eine? Ich glaube, ich bin wirklich eine gute Frau. Ja, ich sag dir ehrlich, eine gute Frau zu sein, ist nicht so einfach, ne? Schwänger mich am Wochenende. Hm? Ja, es ist halt wirklich krass. Aber ja. TikTok Sport, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Alles hat schon mal angefangen mit. Alles Spaß. Komm hin. Nochmal bitte. Hast du gesagt, ich bin gute Frau übers Wochenende? Nein, what the fuck? Du hast irgendwas mit Wochenende gesagt. Ich meinte ja, was geht am Wochenende? Ja. Nächste Woche. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts Großartiges geplant. Soll ich nächste Woche kommen? Ja, wenn du den Kontakt richtig hältst, dann gerne, weil wenn ich dich anrufe und du nicht rangehst, dann weiß ich nicht, dann bin ich verunsichert. Ja, aber warum bist du denn gestern nicht rangegangen? Hast mir erst so 4 Uhr geschrieben. Das fand ich total scheiße von dir. Guck mal, ich hab dir nochmal gesagt, ich bin nur dieses Wochenende hier. Sonst bin ich eigentlich ganz normal, okay? Mich kann man gut erreichen, man kann mich anrufen. Ich gehe ran, ich rufe zurück. Weißt du, so eine Unterhaltung möchte ich. Wenn ich jemanden kontaktieren möchte, dann geht er auch ran. Und andersrum auch. Plötzlich geht auf einmal deine Telefonnummer nicht, die du mir gegeben hast. Das geht doch, das Satellite-Nummer, das muss normalerweise immer gehen.
Wie bitte? Es geht. Ich habe angerufen, plötzlich nicht mal rückrufen, nichts. Es hat nicht mal funktioniert. Dann ruf mich doch an, dann siehst du, dass das funktioniert. Ja, wer ist das Mädchen? Ahnung. Wie bitte? Wer ist das Mädchen da? Ja, das sind welche, die gerade nach Hause gehen von der Hochzeit. Okay, und was, also gehst du jetzt after, jetzt gehst du Aftershow-Party? Nein, das ist, guck mal, Aftershow. War ja richtig tote Hose, Mann, da war ja fast niemand. Guck mal, Aftershow ist Dinger. Wir gehen Shisha-Bar mit den Jungs. Noch, weißt du, so, ich weiß nicht, wie ich es erklären Digga, bist du 15 Jahre alt, dass du Shisha-Bar gehst, sei mal ehrlich. Nein, es ist so, alle sitzen zusammen, weißt du, Freunde, in einer Bar oder Shisha-Bar. Scheißegal, ob es eine Bar ist oder sonst wo. Man sitzt zusammen, man redet, man lacht, man erinnert sich an diesen Tag danach, weißt du? Kannst du mir mal bitte sagen, warum die Hochzeit so leer ist? Ja, bei ihnen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das sieht doch richtig leer aus. Nein, das sind 200 Gäste ungefähr. Wow. Also, verdammte Scheiße, 200 Gäste? Mit 200 Gäste mache ich Kinder. Aber Habibti, guck mal, allein die Hochzeit hat 30.000 Euro gekostet, ne? 30.000 Euro für 200 Gäste, was haben die denn gemacht? Alter? Die haben ja richtig in die Leere gegriffen. Ja, der Sänger alleine kostet 4.000. Nur der scheiß Sänger. Pro Person Essen, pro Person pro Essen 30, 40 Euro. Aha, was habt ihr denn gegessen? Gold? Nein, es gab voll alles Mögliche. Ich habe so ein Buffet, aber wirklich viel und so, weißt du? Okay, Buffet? Kate, auf einer Hochzeit-Buffet? Verdammt, ich so, wow. Catering für 200, ja, das ist, ich sag mal so, man kommt schon auf seine 30.000, ne? Also ich bin dir ganz ehrlich, also Hochzeit, ich will Minimum mit 800 bis 1000 Leuten. Okay. Ich möchte richtig einen schönen Saal haben für 20 Riesen. Also ich habe es auch nicht. Also wenn du mich heiratest, das wird teuer. Okay. Wenn ich dich heirate, wird es teuer. Ja, ich weiß nicht, wie du darauf das bezahlen für mich spielt Geld keine Rolle, wenn es die richtige Frau ist. Spaß, ich habe selber Geld. Also was arbeitest du eigentlich? Wie bitte? Ich bin Teamleiter in der IT. Was machst du da? Ich bin zuständig, also mein Team und ich sind zuständig dafür, dass wir Prozesse, Abläufe automatisieren in diversen Tools, Verknüpfungen mit anderen Tools herstellen, dass wir führen Projekte durch, schauen, was zum Beispiel unsere Kunden benötigen, schauen, welche Anforderungen sie haben, suchen Lösungen, optimieren Prozesse, sowas. Also ich habe ein gutes Team und ich führe das Team. Darf ich dich mal eine Sache fragen? Wie bitte? Wie bist du eigentlich so drauf in der Beziehung? Bist du dominant? Ja, ich bin dominant. Sehr dominant oder nicht so dominant? Nein, ich bin sehr dominant. Okay. Also ich sag mal so, ich höre meinem Partner schon zu, ne, aktiv. Schau, wenn es Sinn macht, dann lasse ich mich natürlich auf einen Kompromiss ein. Okay. Wenn ich sehe, aber es macht keinen Sinn und die Person weiß nicht, was sie will, dann führe ich sie. Weißt du? Mhm. Ich gebe dir die Möglichkeit, mich zu überzeugen. Wenn du es nicht schaffst, dann übernehme ich das. Okay. Oder. Und du meintest ja, dass ein Mädchen da ist, den dich gerne treffen würde, ne? Ja. Was ist mit dir? Also ich sag dir ehrlich, ich ignoriere sie mittlerweile. Hab sie blockiert. Hast du sie schon mal getroffen? Ja, ich habe sie schon mal getroffen. Öfter als einmal oder nur einmal? Zweimal. Und ist da was gelaufen? Ja, es ist was gelaufen. Und war sie Türkin? Nein, sie war Polin. Okay, und wieso willst du nichts mehr von ihr? Art und Weise, weißt du, so wie sie sich verkauft hat, war nicht so, wie sie wirklich war. Wie hat sie sich denn verkauft? Also, das würde mich interessieren. Ja, sie hat sich einfach quasi als Person ausgegeben, wo für mich so ein tolles Mädchen war, ne? So. Aber die Realität war ganz anders. Sie war extrem ruhig.
Sie konnte nicht mit dir reden über diverse Dinge, weißt du, so persönlich. Sie war voll schüchtern irgendwie. Ja, ich bin auch sehr schüchtern. Nein, du redest gerne, das finde ich schon mal sehr gut. Ja, aber ich bin, du meintest, du stehst auf Frauen mit dunklen, also dunkelhäutigere Frauen oder braun gebrannt. Und ich bin halt voll so. Also ich finde deine Bräune, die passt relativ, ne? Das ist schon okay. Ich habe keine Bräune, ich habe nur Solarium, Rainer. Ja, das reicht mir auch. Entlicht sich aus wie Schafskäse. Also guck mal, ich sag mal so, ne? Wenn, wenn alles andere passt oder andere Sachen passen, dann ist mir auch recht. Ich hatte, meine Ex war eine Deutsche, hell, ich war dunkel, ich bin dunkel. Und ich bin Schokolade, sie ist halt hell gewesen. Und ja, das, ich habe mich trotzdem eingelassen. Zwar nach ein paar Jahren habe ich mich eingelassen, aber trotzdem. Ich habe mich auf sie eingelassen. Wie meinst du nach ein paar Jahren, dass du sich, hast du dich auf sie eingelassen? Also? Ja, sie ist mir damals 3-4 Jahre so hinterhergerannt. Also, okay. Genau. Und irgendwann habe ich gesagt, guck mal, die meint es ernst, die will es ja auch und ist keine, wo nur für eine Nacht ist und so. Deswegen habe ich gesagt, okay. Ja. Das war von der Schulzeit noch, weißt du so. Wir waren okay. Circa 9 Jahre hin und her war das. Also bin ich denn optisch dein Typ? Also ich würde sagen, du bist optisch mein Typ. So wie viel Prozent? Was mir aber nicht gefällt, ist diese Unsicherheit, die du mir gibst, deine Ticks, die du hast. So plötzlich bist du weg, rufst nicht an, bist du irgendwie komplett so Stimmungsschwankungen. Ja, aber... Sei einfach du selbst, weißt du? Ich bin doch nicht selber. Ja, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, als ob du mir was vorspielst. Du bist so. Halber Treiber, was hast du mir gemacht? Du denkst, ich bin so eklig und würde dir nur was vorspielen? Guck mal, ich sag dir, heutzutage ist alles möglich, ne? Okay. Deswegen, ich habe schon viel gesehen von Freunden, bei Freunden. Ich habe schon viel mitbekommen. Gott sei Dank sind mir diese Sachen nicht passiert, weil ich mir relativ bei der Auswahl einer Frau Zeit lasse. Deswegen, die machen halt schnell Schüsse und fallen dann schnell, ne? Ich lasse mir Zeit. Und wieso wollt ihr dann Sonntag zu mir kommen und mich weghauen? Was weghauen? Ja, weghauen allein wegen der Art, wie du einfach drauf bist, gewesen bist. Dass du mit anderen Typen telefonierst. Achso, deswegen willst du mit mir was haben? Bitte? Deswegen willst du was mit mir haben? Was will ich unbedingt haben? Deswegen willst du was mit mir haben? Nein, es geht nicht um haben, aber wenn ich mit dir Kontakt habe, Jani, allein, dass ich schon mit dir rede, dass ich dich anrufe. Kennst du Avia Kleinhühnigen? Wie bitte? Kennst du Avia Kleinhühnigen? Kleinhühnigen, ja klar, Kleinhühnigen. Basel. Ja. Kleinhühnigen, ja. Bahar, was hat das zu bedeuten? Das ist ja dort bei mir. Okay. Was ist damit? Bist du da manchmal? Basel Kleinhühnigen, das ist in meiner Stadt. Ja, im Avia. Bei der Avia. Ah, bei der Tankstelle? Ja. Ja, ab und zu. Achso, okay. Mein Kollege hat dort sein Fitness, ich hole ihn ab und zu ab dort. Achso, okay. Mhm. Gut. Woher kennst du das? Nee, eine Freundin von, also. Ist mal nach Basel gegangen und die hatte mir mal einen Snap von da geschickt. Echt? Ja, ja. Krass, das ist 5 Minuten von mir. Das ist mir noch im Kopf gefallen. Krass, das ist 5 Minuten von mir. Heißt das Fitnessstudio Stücki Gym oder so? Was? Stücki Gym oder so? Ja, was damit? Ist das der Gym von deinem Freund? Nein, der ist auf, wie heißt das? Nein, das heißt anders. Aber ich habe einen anderen Kollegen, der geht Stücki Gym. Ah, okay. Ich habe noch einen anderen, so einen Albaner. Was ist mit Stücki Gym? Was ist das denn für ein beschissener Name? Aber wie kommst du da drauf? Ja, Stücki Gym. Meine Freundin ist da ein paar Wochen geblieben und die ist da immer zum Gym gegangen. Okay. Voll, wie klein die Welt ist. Ja, wie gesagt, guck mal, ich würde mich erst einlassen, dass du nächste Woche kommst, wenn ich
wenn ich mir sicher bin, dass du keine Spielerin bist oder allgemein, dass du nicht so mit Typen mal Typen Mammut hast, dann würde ich sagen, okay, du darfst kommen. Kennst du Sanduasa am Hafen? Ja, deine Freundin war dort, die hat dir Snap geschickt. Nein, nein, ich würde nur wissen, ob du es kennst. Ja, natürlich kenne ich das. Das ist zwischen Basel, Deutschland und Schweiz, gleich 100 Meter ist die Grenze dort. Achso, ja. Das Dreiländereck heißt das. Okay. Dort ist noch Frankreich. Frankreich, Deutschland und Schweiz. Schweiz ist. Ja. Das ist krass dann. Ja, deswegen sage ich. Was denkst du, was sagst du? Willst du noch mit anderen Typen telefonieren? Ich hab doch nichts, ich hab doch nur einen Kontakt zu einem. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nur Kontakt zu einem Typen habe. Mhm. Ja, ich hab dich mit anderen Männern telefoniert. Mhm. Glaubst du mir nicht? Ja, allein die Story sagt schon alles, gell? Ja, jemand Lust zu telefonieren, also was ist jetzt daran böse gemeint? Ich hab ja nicht gesagt, dass ich mit Männern telefoniere. Mir ist einfach langweilig. Okay. Aber ich telefoniere nicht mit Männern. Okay. Guck mal, wenn wir uns treffen, kannst du sogar mein Handy nehmen und kannst gucken, alles machen, was du willst. Okay. Mama, ja, das ist. Ja. Ja. Warte mal kurz, ich habe meinen Freund, seinen kleinen Sohn. Ja, Bruder, fahr ihn nach Hause kurz. Oder fahr ihn kurz nach Hause, dann komm zurück. Ich fahr mich auch nach Hause. Ja, mach ich dann. Fahr ihn kurz nach Hause und dann komm wieder und dann schauen wir, was Elvin möchte. Was ist das für ein beschissener Name, Elvin? Ja. Ist echt nicht mit einem schönen Namen auf die Welt gekommen. Kann man, Bruder? Wir können auch direkt, wenn wir feiern, als ich direkt mit dir kann. Ja, ich geh gleich rein, dann... Spaß, ich hab doch Sport, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Geister, kannst du mal aufnehmen? Okay, ja, er soll nehmen. Er soll nehmen. Ich bleib dann mit dir. Ja. Tamam. Tamam, Bruder, kein Problem. Alles gut, Bruder, machen wir so. Tamam. Aber nimm den Kleinen erstmal nach Hause. Ja, das muss ich. Tamam, ich telefoniere noch kurz zu Ende. Tamam. Ja. Weißt du, du mir persönlich was? Nochmal bitte? Was hast du gesagt, wenn wir uns persönlich sehen dann? Nimm mein, was? Ich hab vergessen. Nimm mein Handy und kannst... Achso, ja, du kannst mein Handy nehmen. Du kannst kontrollieren und sagen, Mama, mach was du willst. Guck mal, ich sag ich dir nur eins. Zu verheimlichen. Bevor ich mich einlasse erstmal, musst du dir sicher sein, dass du so Scheiße nicht machst mit anderen Typen. Ich will so eine Story nicht mehr sehen. Okay. Verstehst du? Ja, ich lösche das gleich. Lösche ich jetzt sofort? Willst du auch meinen Account haben? Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte entweder lernen, gleich die zu vertrauen oder... Ja, ich möchte das jetzt. Ich möchte das jetzt. Verstehst du? Mach ja, das. Nein, ich gebe dir meinen Account, wenn du willst. Gibst du mir auch deins? Ja, für mich ist kein Problem. Okay. Aber wie gesagt, ich... Ich hab's gelöscht. Ja, dann gib mir deinen Account. Dann kannst du auch halt alle löschen und blockieren oder was auch immer auf Snapchat. Ja, du kannst, wie gesagt, wenn du mir jetzt die paar Tage dann zeigst, dass du nicht so Faxen machst, dann kannst nein, du. Nein, du machen. Kannst, wie gesagt, also ich habe den also das Ding gelöscht und ich gebe dir jetzt auch meinen Account gleich. Gib mir auch deinen, dann gehe ich bei dir auch rein. Dann mach das, wie du möchtest. Aber gibst du mir deinen Account? Ich für mich, guck mal, ich sag dir nochmal. Ich vertraue dir zu 100%, dann für mich ist es kein Problem, dass ich meinen Account gebe oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, dann gib. Ja, ich sag nochmal, du musst mir erst die paar Tage zeigen, dass du es auch wert bist. Ja, ich bin es doch wert, dann gib doch einfach. Ich gebe dir auch meinen Account und danach entfernen wir uns auch gegen also die Leute und kann sie jeden entfernen, der dich stört. Komm persönlich, nimm mein Handy in die Hand und mach, was du willst. Das ist für mich kein Problem. Wieso jetzt persönlich? Ich dachte, wir fangen jetzt an. Nein, nein, ich möchte, dass du es persönlich machst, vor meinen Augen. Hä, aber ich dachte, wir lernen uns doch kennen. Ja, wir lernen uns kennen, aber die Tage musst du mir erstmal zeigen. Verstehst du eigentlich, ich verstehe dich zu 100%, aber verstehst du, was ich sage? Ich verstehe schon, was du sagen möchtest, aber so funktioniert das nicht. Ja, aber ich dachte doch, ich gebe dir meinen Account.
Es funktioniert so, wie ich es dir gerade sage. Tamam? Aber ich habe doch gesagt, dass ich dir meinen Account gebe. Ich sag, ich möchte deinen Account nicht. Aber entweder ich will deinen Account. Zeigst, ja, das ist genau dein Ziel. Das ist doch kein Problem. Du kriegst meinen Account fest in deinen Händen. Dann gib es doch jetzt. Wenn du... Ich kenne dich doch noch gar nicht, dass ich dir einfach meine Sachen gebe, meine Privatsachen. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe Privatsachen drauf. Tamam, okay. Dann mach mal jetzt einen Screenshot von deiner Startseite, von Snapchat. Es ist, guck mal, wie gesagt, das ist für mich gar kein Thema. Beweist du mir erstmal, dass du mich so Schwankungen hast? Ich beweise ja nicht. Mach einfach nur einen Screenshot von Snapchat. Ich sag dir nochmal, für mich ist es gar kein Thema. Komm, nimm das in die Hand und mach, was du willst damit. Verstehst du nicht, was ich sage? Warte mal kurz, ist es so schwer zu verstehen? Wenn ich dir sage, ich vertraue dir mein Handy, dann an. Guck mal, das Kralas, dann red doch nicht. Wenn ich dir mein Handy übers ganze Wochenende in die Hand gebe, verstehst du? Dann wirst du das selber merken. Du verstehst nicht, was ich sage. Also hörst du mir mal zu, bitte. Ob ich Mädels habe oder nicht. Hörst du mir zu oder nicht? Ich hab dir zugehört. Aber guck mal, nochmal. Ich sag doch gerade, hör mir mal zu, bitte. Ich mag es nicht, dass wir diskutieren, weil ich sag dir nochmal. Wenn du dich benimmst die Tage, dann darfst du erstmal. Ich will deinen Account nicht. Ich will einfach nur, dass du einen Screenshot machst. Ich will, dass du es in den Händen hältst. Und dann will ich, dass du. Wenn du nicht mal das machst, dann scheiß einfach drauf. Dann habe ich auch keinen Bock darauf. Das ist ein Screenshot. Also ich küsse doch dein Herz. Also was hast du daraus gemacht? Ich sag nochmal, für mich ist gar kein Thema. Ja, dann mach es doch. Ja, ich sag nochmal, es ist für mich kein Thema, ja, aber wenn du so Faxen machst, ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt gutheißen möchte. Wenn du von jetzt an schon so Faxen machst, in denen du Stimmungsschwankungen bedarfst. Warum Stimmungsschwankungen? Ich wollte einfach nur wissen, du hast, also ich habe die Story gelöscht und du hast mir doch gerade. Okay, ich schau gesagt, gleich, ich schau ja gleich, ob du das gemacht hast. Ja, guck doch jetzt sogar. Sei du erstmal heute Morgen. Wenn ich dich anrufe, normal erreichbar, dann vertraue ich dir erstmal langsam. Ne? Dann glaube ich Nein, dir überhaupt, dass es deine Telefonnummer ist. Was ist jetzt an einem Screenshot so schlimm? Ist ja gar nichts. Ich kann sogar Videoaufnahme machen, meinen ganzen Chats durchgehen. Oh nein, ich möchte einfach einen Screenshot. Mach doch jetzt einmal einen Screenshot. Ja, ich kann. Komm, warum diskutierst du so gerne? Egal, wir lassen das. Ich habe keinen Bock darauf. Jalla. Wenn du so Faxen machst. Ciao. Nee, ich bin nur nicht Ding oder warte. Sorry, kann nicht hin, Digga, dann direkt weg mit dir dann. Er kann nicht. Er kann einfach nicht. Er hat bestimmt richtig viele Frauen. Ja, Ram. Ruf an. Der Soldat. Hä? Ich habe die Story gelöscht und er schickt mir Screenshot von der Story. Warte, ich muss screenshotten kurz. Warte. Warte. Boah, ich habe 17.000 Follower jetzt. Boah, 17.000 Follower. Auf Snapchat. Hä? Ja, wow, das war nicht so das, was ich sehen wollte, aber alles gut. Ich wollte von den Chats sehen.
Ja, wow, das war nicht so das, was ich sehen wollte, aber alles gut. Ich wollte von den Chats sehen. Ich habe dir nur einen Screenshot gezeigt, dass ich die Story rausgenommen habe. Und wenn das bei dir nicht aktualisiert ist, ja, keine Ahnung, das ist nicht mein Problem, aber ich habe die Story gelöscht gehabt. Warte, ich muss jetzt. Ich brauch jetzt Damen. Ich brauch jetzt Damen. Ah, scheiß drauf. Die nur mit Damen snappen und mir einfach ein Dings zeigen. So, wisst ihr, so Startseite. Aber gibt's bestimmt nicht, Digga. Gibt's bestimmt nicht auf der Welt sowas. Ich hab's gelöscht, Mann. Hey, ruf mal mit Kamera an. Wieso sieht er mal auf die Story? Oh, man sieht aus. Hat er seine Nase machen lassen? Hörst du mich? Hast du deine Nase machen lassen? Was? Ich habe fünfmal operiert. Du hast fünfmal deine Nase operiert? Ich habe fünfmal gebrochen. Aber das ist doch nur. Erstmal, dass du dich zeigst. Feier, geh feiern, Moruk. Ja, Männer werden weiblicher als jede Weibfrau. Jeder Mann auch. Er hat fünfmal seine Nase gebrochen. Ja, im Club hast du deine Nase bestimmt gebrochen, als du angestoßen hattest. Man hört dich nicht. Nein, ich möchte mich nicht zeigen, ich bin ungeschminkt. Wir müssen gucken, ist Lara da? Ich glaube, Lara pennt, ne? Ich habe falsche Person geschrieben, fast. Lara! Wir brauchen dich. Lara! Na, Lara hat dann zu dieser Nachricht erhalten, da er sie Ruhemodus hat. Sie hat Ruhemodus drin. Wie heißt du auf Snapchat? Tja. Du siehst dennoch schön aus, sicherlich. Boah, ich zeig ihnen, okay, Digga, mit mir, die versuchen mit mir Spiele zu spielen. Digga, ich bin Meister der Manipulation. Ich bin Meister des Chamäleon-Lan. Was für, ich brauche jetzt, ich brauche Lara nicht. Ich hab schon alles vorbereitet. Ich bin immer 13 Schritte voraus. Ich bin so gut, ne? Sagt, was ihr wollt, Digga. Nennt mich Master der Manipulation. Ich möchte Master der Manipulation. Ab heute sprecht ihr mit mich mit Meistern. Habt ihr verstanden? Mach das sehr. Wer ist das eigentlich? Das ist Lara. Heilige Er sieht. Stehst auf so Typen. Er zeigt mir irgendeinen fremden Menschen und sagt, stehst auf so welche Typen. Ein Mann, der seine Nase operieren lassen hat, keine Ahnung, lacht über andere Menschen am Tisch, die ein bisschen. Ich sag mal, nicht südländisch aussehen, sondern osteuropäisch oder was auch immer.
Sind deine großen, er fragt mich, sind deine Brüste gemacht?